sehr, dass Sie alle hier sind zur ersten Ausstellung im Museum für Fremde und vertraute Kulturen. Ich bin die Kuratorin der Ausstellung Menschen Middle Class und werde Ihnen eine kurze Führung durch diese Sonderausstellung geben. Es gibt auch eine Kunstausstellung Wild Places. Die Künstlerin ist anwesend und wird auch ein paar Worte zur Ausstellung sagen. Bevor wir beginnen, muss ich Ihnen leider einen unliebsamen Vorfall, kann Ihnen den nicht verschweigen. Unser Museum wurde Angriff einer Sprayer-Attacke. Wir waren eigentlich das kurzfristig zu renovieren. Einer der Sprayer ist uns. Wir haben, das Museum hat auf Strafanzeige und Schadensersatzzahlungen verzichtet. Wir haben uns mit dem Sprayer geeinigt. Er hat sich verpflichtet, in der nächsten Zeit die Wandbemalungen im Museum kostenlos durchzuführen. Und ich werde Ihnen dann auch zeigen, wo er das zum ersten Mal getan hat. Ausstellung der Vanishing Middle Class, das ist in drei Räumen zu sehen. Ich werde kurz sagen, was Sie in Ihrem Raum erwartet. Es gibt eben auch begleitende Wandtexte zu Ihrem Raum. Der erste Raum spricht über Rausgegenstände und Statussymbole der Menschen, der verschwindenden Geschichte. Wir sind ja ein ethnologisches Museum und daher beauftragt mit Sammeln, Bewahren und Untergrund. Wenn etwas am Verschwinden ist, dann ist die Aufgabe des Museums, die Objekte zu sammeln, solange sie noch vorhanden sind. Und wir haben natürlich eine Sammlung im Museum, es gibt aber viele, viele Neuzugriffe. Und an der Stelle möchte ich mich auch bei den vielen Leihgebern und Leihgeberinnen bedanken, die bei dieser Zitation beigetragen haben, unter anderem die Besitzerin des BVD. Und wenn ich mir persönliche Bemerkungen erlaube, dann habe ich Sie sehen also verschiedene Vitrinen. Hier gibt es Gebrauchsgegenstände und Statussymbole der verschiedenen Geschichten. Es gibt überall natürlich verschiedene Texte. Und da macht man schlechte Erklärungen. Weiter sind in diesem Raum, sprechen wir über Zeremonien anhand des Beispiels Fasching. Und da darf ich mich ganz besonders bei der Sezession für Ihre Leihgaben dieser Faschingsfotos von den berüchtigten Faschingsfesten der Sezession bedanken, wie auch beim Filmarchiv Austria für die Dokumentationen der Faschingsfeste. Im Raum 2 sprechen wir über einige der Ursachen der momentanen Krise der Geschichte, nämlich über die Banken- und Finanzkrise und über Steuerparadiese. Sie sehen in dieser Vitrine ist das Thema die Banken-, Finanz- und Hypothekenkrise. Nun einige Beispiele rauszunehmen. Sie sehen hier das Lehman Brothers Emergency Evacuation Kit. Wurde in Amerika hergestellt, und an die Angestellten von Lehman Brothers ausgegeben, um vor künftige Katastrophen gewappnet zu sein. Das ist die heute noch. Golfbälle hier haben den Logos der Verursacher Banken der momentanen Krise. Es werden bestimmte Dinge angesprochen, die Zukunftsverkäufe, Eurosatzes. Sie können dann nachher noch informieren, was das genau ist. Hier an dieser Wand sprechen wir über Steuerparadiese. Anhand von Briefmarken, Erstabstempeln und Berufsbriefen. Das Briefmarkenset Blumen, Marke, Zitura
Und der Cayman Islands ist da gespiegelt auch mit so einem Stoffpräparat eines großen Infohauses und einer Einarbeitung des Touristischen Museums. Weiters haben wir hier Brettspiele. Ganz besonders die Hinweise möchte ich auf die Jubiläumsausgabe des Monopoly-Spiels von 1991. Das ist eine Jubiläumsausgabe, feiert eine Ausgabe von 1931. Die Hotels sind vergoldet und die Häuser versilbert. Das werden Sie möglicherweise erkennen, das ist ein österreichisches Amtsbild aus den 70er Jahren und da ist der Berlin-Stadt abgestimmt, wie er noch ganz ähnlich ausschaut. Hinweisen möchte ich auf die Verlustkarte, weil Sie Lust haben, den Text zu lesen. Stehen wir an der Wand, wo diese dann im roten Raum fortsetzt, wo es um alte Personen geht, die also jetzt wieder aktuell geworden sind. Dioramen, die man vor langer Zeit in den ökologischen und naturhistorischen Museen gehabt hat. Es gibt zwei Sujets, hier das Thema Nachtarbeit. Und dieses Diorama heißt auf dem Themenkissen. Es ist nicht ganz klar, ob diese zwei Menschen auf Urlaub sind oder ob sie geschäftlich dort unterwegs waren. Wir haben diese Technik wieder aufgegriffen und Sie sehen hier Lederabdrücke von Angehörigen der Managing Middle Class. Zum Beispiel der US-Amerikaner war bis 2008 Bankangestellter bei Lehman Brothers Investment Bank New York. Es werden auch zur Eröffnung einige der abgegossenen Herren und Damen erwartet. Also wer konnte das aufgrund großzügiger Sponsorentätigkeit bewerkstelligen, dass ein paar Leute hierher kommen. Der Herr US-Amerikaner hat per E-Mail geschrieben, er kann nicht kommen, er schickt seine Grüße, er ist in China für ein Jobinterview. Hier sehen Sie eine idealtypische Abbildung, das ist ein bisschen eine andere Technik. Generation Abbildung. Und hinweisen möchte ich auch auf vier Blätter aus einem dreibändigen Werk über Tätowierungen aus dem dritten Bach und Musik der Creative Class. Der Creative Class. Wo der Frieden mit es um Protestbewegungen geht, Protestbewegungen aller Schattierungen von Occupy, von Medi, über Arbeitskämpfe in China, was die Apple-Hersteller-Firma Foxconn betrifft, aber auch sprechen wir hier über die Tea Party und wir sprechen auch über die Kämpfe in Athen, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehsender ERT zugesperrt wurde. Dazu können Sie hier auf dem Monitor anschauen. Und zum Schluss dieser Ausstellung kommen wir zu den Zukunftsaussichten anhand des Beispiels The Emerging Middle Class in China, die aufstrebende Mittelklasse in China. Der ist diese Vitrine gewidmet. Es geht hier wieder das Statussymbole, die Ihnen vielleicht bekannt vorkommen aus der ersten Vitrine, um das Bankensystem. Auf der Rückseite sehen Sie die Musterkarten für die Fakes und für eben diese Luxusartikel, die hauptsächlich aber nicht nur für den Westen hergestellt werden. Und Sie sehen auch noch einige Objekte, die in China gefertigt werden. Zu guter Letzt haben wir auch noch, da komme ich jetzt wieder zum Anfang zurück, das ist das Zeichen, dass unsere Graffiti-Sprayer, wir werden jetzt Künstler mit dem Namen Schuh77 für uns an die Wand gesprayt hat. Das ist das Zeichen für Abriss.
Damit werden meist alte und traditionelle Häuser, auch manchmal in historischen Vierteln gekennzeichnet, die zum Abriss freigegeben werden und dort meist also großpreisige Wohnsiedlungen für Wohngebäude oder Shopping Malls zu errichten. Damit kommen wir jetzt zum Ausbau. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch sehr, dass ich vom Museum eingeladen wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass ich in einem ethnologischen Museum ausstellen darf. Thematisch beschäftige ich mich ja schon seit langem auch mit Ethnologiekritik. Es ist scheinbar die Zeit reif, dass solche Bilder auch im ethnologischen Museum sein können. Es gibt ja auch einen Bandtext, ich möchte nur ganz kurz sagen, dass mir beim Auswählen der Bilder aufgefallen ist, wie gut meine eigenen Bilder auch zu dieser Art der Präsentation in dem Museum passen. Es gibt aber auf meinen Bildern sehr viele Objekte und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Ausstellung draußen sozusagen wie ein dreidimensionales Bild meiner eigenen Arbeit ist. Danke.